Hallo zusammen, herzlich willkommen zur dritten Challenge-Woche. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute Verstärkungen mitgebracht. Die Sandra ist heute mit dabei, also machen wir heute zu dritt eine Runde Flex. Die erste Woche hatten wir was zur Hüftöffnung. Die zweite Woche hatten wir was zur Beinrückseite. Und heute wollen wir mal ein bisschen an die Wirbelsäule rangehen. Wir wollen ein bisschen in die Mobilisation der Wirbelsäule machen, ganz viele Drehungen. Da das bei mir ein bisschen schwieriger ist, habe ich mir die Verstärkung mitgebracht. Du schaust einfach immer zu Sandra rüber, was Sandra für Übungen macht. Sie macht im Prinzip dieselben wie ich, nur macht sie halt die Option, die dann bei mobilen Leuten funktioniert, die keinen Schwangerschaftsbauch haben. Ne? Okay. Du brauchst, wie die letzten Wochen auch, nur eine Matte. Kannst auch Socken oder barfuß mitmachen, so wie es bequemer ist. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Komm nach vorne, in die Mitte deiner Matte, komm nochmal in die Bergpose, hüftschmaler Stand. Öffne dein Herz, öffne die Brust. Und dann atme ein, nimm die Arme hoch. Atme aus und lass die Arme wieder sinken. In deinem Tempo einatmen und ausatmen. Und das nächste Mal einatmest, stell den rechten Fuß nach hinten. Und wenn du ausatmest, dreh dich ein wenig zurück. Einatmest, bring den Fuß vor und mach das Gleiche zur anderen Seite. Versuch die Schultern dabei locker zu lassen und komm einfach ein wenig in die Drehung rein. Und spür mal in die Länge deiner Wirbelsäule. Einmal nach jede Seite, nochmal nach links. Und dann nehmen wir die Füße nach außen. Atmen ein, bring die Arme hoch. Atmen aus, bring die Hände vor uns tief, beugen die Beine. Einatmen, Arme zu uns ziehen. Ausatmen, Hände vorpressen. Einatmen und hochrollen, zieh dich lang. Ausatmen tief. Ein zu dir. Aus und vor. Roll dich richtig hoch, bring Länge in die Wirbelsäule. Zieh dein Bauchnabel ein wenig zu dir. Dein Schambein nach oben, dein Steißbein nach unten Richtung Boden. Wenn du hochrollst, mach einen Buckel. Jawohl. Du darfst die Beine so viel beugen oder strecken, wie es sich heute für dich gut anfühlt. Aber bring die Knie nach außen. Bleib so stehen, bring die Arme nach außen und schwing mal zur Seite. Push die Arme nochmal zur Seite und dann bring den Arm über Kopf wieder zurück. Zur anderen Seite. Push. Und über Kopf. Wieder tief. Denk an die Atmung. Atme hier mit. Sinke tief. Lass die Schultern locker. Wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, bleib hier. Zieh nochmal das Schambein hoch. Roll dich hoch und bring die Füße zusammen. Wir kommen zum Sonnengruß. Komm an dein Mattenende. Und du kennst es von letzter Woche, von der Woche davor auch. Wir bleiben in der Bergpose kurz stehen, öffnen unser Herz, öffnen die Brust. Und dann atmen wir ein in die gestreckte Bergpose. Atmen aus, lassen uns nach vorne fallen. Geh oder spring zurück in den herabschauenden Hund, schau zu den Knien. Roll dich nach vorne ins Brett, Knie unten oder oben.
Geh runter ins Krokodil wie Sandra oder in die Kuh mit mir. Und dann komm in die Kobra mit Sandra oder in die Katze mit mir. Bring die Hüfte wieder nach oben in den herabschauenden Hund. Schau zu den Knien. Und dann geh oder spring wieder nach vorne in die Vorbeuge. In deinem Tempo. Verweile in den Posen, wo du magst. Oder führe die Posen in den fließenden Bewegungen aus. So, wie es sich heute für dich gut anfühlt. Und dann spür einmal in die Bewegung deines Körpers während der Posen hinein. Versuch, die Länge deiner Wirbelsäule zu spüren. Wenn du in der Vorbeuge bist, darfst du die Beine beugen oder strecken, so wie es sich gut anfühlt. Aber versuch, den Kopf locker zu lassen, die Arme hängen zu lassen und den Bauchnabel einzuziehen. In der gestreckten Bergpose kannst du auch die Pobacken fest zusammenkneifen, die Hüfte leicht vorschieben, um in eine leichte Babyrückbeuge zu kommen. Mach einfach dein Tempo, so schnell oder so langsam, wie du heute möchtest. Im herabschauenden Hund schau wirklich zu den Knien, des Steißbeins zur Decke. Zieh die Ellenbogen nach innen. Und wenn du dich nach vorne rollst ins Brett, spür mal, wie stark dein Rücken sein kann. Knie unten oder oben, wenn du runtergehst ins Krokodil mit der Brust auf Ellenbogenhöhe. Und wenn du in die Kobra gehst, Schultern tief und hoch. Im herabschauenden Hund wieder Blick Richtung Knie. Und wenn es sich gut anfühlt, darfst du auch mal abwechselnd die Fersen vom Boden lösen oder deine Brust, deine Schultern ein wenig bewegen und mobilisieren. Spüre einfach mal in die Bewegung hinein. Atme aus, wenn du in die Vorbeuge gehst. Atme ein in den herabschauenden Hund. Atme aus in das Brett. Atme ein in das Krokodil oder die Kuh. Atme aus in die Kobra oder Katze. Atme wieder ein in den herabschauenden Hund. Und atme aus, wenn du nach vorne gehst oder springst in die Vorbeuge. Dein Tempo, deine Bewegung. Und wenn es sich gut anfühlt, kannst du auch mit einem großen Lunge nach hinten in den herabschauenden Hund gehen. Denk nur daran, bei dem Lunge den rechten und den linken Fuß abzuwechseln. Buckel in der Kobra oder nochmal die Schultern ganz tief ziehen. Jawohl. Und dann lass uns noch einen Durchgang machen. Noch einmal alle Bewegungen ausführen. Achte nochmal auf das Gefühl in deiner Wirbelsäule. Auf die Bewegung. Wenn du das nächste Mal in der Vorbeuge bist, bleib ein wenig da hängen. Beug oder streck die Beine nochmal so viel oder so wenig, wie du möchtest. Zieh den Bauchnabel ein.
Lass deinen Kopf hängen, lass die Schultern hängen. Roll dich vorsichtig. Wirbel für Wirbel nach oben. Du oben stehst, öffne die Arme zur Seite. Öffne dein Herz. Atme tief durch und komm nach vorne an deine Matte. Und wir wollen Machtpose. Hüftschmal oder die Füße zusammen. Bei mir geht Hüftschmal nicht mehr. Kipp dein Becken, zieh dein Schambein hoch, dein Steißbein runter Richtung Boden. Atme ein, nimm die Arme hoch. Atme aus, beug die Beine. Langer Rücken, Schultern locker, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Spür mal die Kraft, die hier in den Beinen entsteht. Spür die Stärke deiner Wirbelsäule. Dann nimmst du die Hände zusammen, führst die Hände nach unten Richtung Herz und führst entweder die Hände zum rechten Bein, zum rechten Knie oder, komme ich nicht hin, den rechten Ellenbogen runter zum Oberschenkel. Und versuch, wenn du ausatmest, immer mehr Länge in die Wirbelsäule zu bringen. Und wenn es sich gut anfühlt, dann öffne deine Arme. Und wir wollen Länge in der Wirbelsäule. Wenn du kannst, sinke tiefer nach unten. Und spür mal die Drehung, die Mobilisation deiner Brustwirbelsäule. Und dann nimmst du vorsichtig deinen freien Fuß, da wo das, der Ellenbogen oder die Hand ist, nicht ist, nach hinten. Und machst mal einen langen Schritt zurück. Und auch hier dreh dich nochmal weiter rein. Schau zurück. Schau so gut du kannst nach hinten. Bring den Fuß vorsichtig wieder vor. Roll dich nach oben. Füße nochmal hüftschmal oder zusammen. Einatmen. Ausatmen in die Machtpose. Schambein hoch, Steißbein runter. Schultern locker, öffne die Brust. Bring die Hände zusammen. Und dann dreh dich nach links, dreh dich zur anderen Seite. Hände wieder Richtung Oberschenkel oder Ellenbogen. So wie es geht. Länge in der Wirbelsäule. Zieh dich lang und öffne die Arme, wenn du möchtest. Und spür nochmal in die Drehung auf dieser Seite hinein. Wenn du runterlinst zu deinen Knien, die sind parallel, nebeneinander, da ist kein Knie weiter vorne, sondern wirklich nebeneinander. Du kannst, sink nochmal tiefer. Und dann, wenn du möchtest, stell den freien Fuß auch hier zurück. Wenn du möchtest, löse vorsichtig. Komm in die Machtpose. Nochmal nach unten. Roll dich vorsichtig hoch. Atme durch und komm mit uns nach unten auf den Boden. Wir nehmen den linken Fuß runter und den rechten vor das Schienbein, auf das Schienbein oder auf den Oberschenkel in den modifizierten Lotus. Wichtig, beide Sitzbeinhöcker bleiben am Boden. Länge in der Wirbelsäule macht dich richtig groß. Nehmen wir die rechte Hand nach außen, die linke über Kopf. Und wenn du hier jetzt in der Seitbeuge bist, in der Seitneigung, dann möchte ich, dass du versuchst, deinen rechten Arm ganz locker zu lassen, damit deine rechte Schulter entspannen kannst. Dein Gesicht und dein Nacken entspannt sind. Öffne deinen Rippenbogen. Öffne deine Seite. Wenn du kannst, öffne dein Herz nach oben zur Decke. Spür mal, wie deine Sitzbeinhöcker am Boden fest bleiben. Dann atme vorsichtig ein, richte dich auf. Die Hand geht an den Oberschenkel nach vorne. Du schaust über die Schulter zurück.
kannst die Hand hinten am Boden abstellen oder in die Luft nehmen, so wie es sich heute gut anfühlt. Aber wenn du ausatmest, dreh dich weiter zurück. Und wenn du einatmest, noch mehr Länge in der Wirbelsäule. Und wenn du kannst, lass die Schultern nochmal locker. Entspann dein Gesicht. Bring deine linke Hand vorsichtig zu deinem rechten Fuß. Und für alle, die nicht schwanger sind, die strecken jetzt den rechten Fuß. Für alle, die schwanger sind, die nehmen den linken Fuß. Ja, beziehungsweise auch für alle, die spüren, dass das zu viel ist. Entweder wie Sandra oder wie ich. Je nachdem, wie mobil heute deine Wirbelsäule ist. Und versuch die Hand hinten nochmal vom Boden zu lösen. Mach dich lang. Mach dich ganz lang. Wenn du musst, beug dein gestrecktes Bein da in der Hand. Und löse vorsichtig. Lass uns die Füße tauschen. Der rechte Fuß ist unten, der linke nach vorne auf die Wade oder auf den Oberschenkel. Länge in der Wirbelsäule. Und dann auch hier. Linke Hand nach außen, rechte über Kopf. Lass die linke Schulter den linken Arm locker. Du kannst auch, wenn du möchtest, Unterarm wirklich am Boden ablegen, aber deine Sitzbeinhöcker bleiben fest am Boden. Öffne den Rippenbogen, öffne die Brust zur Decke. Atme durch. Genieß das Gefühl. Wenn du das nächste Mal einatmest, vorsichtig aufrichten. Rechte Hand an das linke Knie. Über die linke Schulter zurück, mit der Hand unten oder Hand oben, so wie es geht. Nutz die Länge deiner Wirbelsäule, schau so gut du kannst, zurück. Vielleicht spürst du auch hier einen Unterschied zwischen rechts und links. Aber egal wo, lang, ganz lang und lockere Schulter. Und dann greif auch hier deinen rechten Fuß mit der linken Hand und dreh dich weiter rein. Oder greif den rechten Fuß mit der rechten Hand. So wie es geht. Lass die Schultern locker. Lass die Wirbelsäule länger werden. Löse ganz vorsichtig. Atme durch. Schau an dein rechtes Mattenende. Greif deine Oberschenkel und roll dich nach hinten auf den Boden zurück. Wenn du hier liegst, stell die Füße auf. Mit dem Bauchnabel zur Wirbelsäule kipp leicht dein Becken. Lass den hinteren Fuß am Boden stehen. Bring das vordere Bein gebeugt zu dir. Greif da, wo es für dich heute angenehm ist, am Schienbein oder am Oberschenkel. Und wenn du möchtest, kannst du deinen Fuß am Boden auch strecken. So wie du magst. Bevor wir im Liegen auch was für die Wirbelsäule tun, wollen wir einmal noch die Beinrückseite noch mal ein wenig dehnen, ein wenig mobilisieren. Und dafür strecken wir das angewinkelte Bein. Greif auch hier da, wo es sich für dich heute für dich gut anfühlt. Am Oberschenkel oder an der Wade. Und die Fußspitze kannst du anziehen, strecken oder locker lassen. Egal wo. Die Schultern locker am Boden. Und wenn es sich gut anfühlt, wenn du möchtest, bring deine Nase nach oben Richtung Knie. Wenn sich dabei
dein Bein hinten vom Boden löst. Völlig egal. Vorsichtig, wieder mit den Schultern Richtung Boden. Lass das Bein aber oben. Bring die linke Hand von außen an das rechte Bein, an das vordere Bein. Und lass das Bein über das andere nach hinten fallen. Streck die Arme lang zur Seite. Und wenn du musst, kannst du das überkreuzte Bein auch anwinkeln. Oder du lässt es ganz gestreckt liegen. Wenn du hier liegst, versuch beide Schultern Richtung Boden zu bringen. Öffne deine Hüfte und spür die leichte Dehnung an der Beinaußenseite. Atme ein, bring die Hand von vorne nach oben. Atme aus, bring die Hände zusammen. Atme ein, streiche mit der Hand vorsichtig über Kopf zurück. Atme aus und bleib liegen. In deinem Tempo, hoch und tief. Wenn du das nächste Mal hinten bist, roll dich vorsichtig in die Mitte und tausche Seite. In deinem Tempo. Denk an die Option, die du hattest. Bleib hier. Streck das Bein. So, wie es sich gut anfühlt. Und wenn du magst, bring auch hier nochmal die Nase Richtung Knie. Spür auch hier die Dehnung der Beinrückseite. Atme durch. Und dann lass auch dieses Bein das andere fallen, beugen oder strecken. Öffne die Hüfte, lass die Schultern am Boden. Atme tief durch und wie eben auch, mobilisiere deine Schultern ein wenig. Bring die Hand hoch und tief. So, wie es sich heute für dich gut anfühlt. Wenn du möchtest, bleib noch ein wenig liegen. Atme nochmal tief ein und aus. Roll dich vorsichtig mit den Beinen in die Mitte. Stell die Füße auf. Gib dein Becken ein wenig, atme durch und roll dich auf die Seite nach oben in den Sitz. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Mitmachen. Flex Woche 3, Sandra und ich, Julia, wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist und bleib dabei. Wir sehen uns in der nächsten Woche, in der leider schon letzten Woche. Woche 4 ist nächste Woche dran. Freu dich auf das, was kommt. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.